Margarete Reinhardt. Das ist die kindliche Unterschrift einer Frau mit vielen Gesichtern. Sie steht unter Entlassungspapieren aus dem Knast, unter einem Brief an Konrad Adenauer und natürlich unter dem Kaufvertrag für ihren berühmten Cadillac. Darin erinnert sie an Rosemarie Nitribitt. Doch anders als die berühmte Kollegin hat Margarete überlebt und ein wahrhaft filmreifes Leben geführt. Die 30er Jahre. Margarete kämpft sich in der Altstadt von Stuttgart mit Ganzkörpereinsatz nach oben. Im Dritten Reich eine verbotene Ehe mit dem charismatischen Zigeunergeiger Gabriel Reinhardt. Die große Liebe scheitert. Er heiratet unter dramatischen Umständen eine schöne Tänzerin. Die 40er Jahre. Margarete spielt eine trübe Rolle bei der Arisierung des jüdischen Gold- und Silbergewerbes. 1944 Flucht vor den Bomben nach Karlsruhe. Auch dort dann mehr Hure denn Heilige. Schwarzmarktgeschäfte, Verhaftung. Es folgt ein Test auf der Suche nach Veronika Dankeschön. Spitzname für Geschlechtskrankheiten. Die 50er Jahre. Das Wirtschaftswunder wird zu Margaretes Wunder. Erste Striptease-Bar, nackte Mädchen auf dem eigenen Faschingswagen, prominente Bekanntschaften am Rande der glanzvollen Bambi-Verleihung. Die 60er Jahre. Ein florierendes, weithin bekanntes Varieté. Und in der eher schummrigen Hawaii-Bar reißt Margarete die Schranken der bürgerlichen Moral ein. Die Sittenhüter stehen Schlange vor den Schaukästen. Auf die Fotos geklebte Blümchen fallen nur allzu gerne von den Brüsten. Ein geheimnisvolles Schloss in Österreich und die Produktion fragwürdiger Filme, die zu Flops werden. Abgesang nach einem Falschgeldprozess. Margaretes Ruhm schwindet, das Geld auch. Sie stirbt in Verwahrlosung. Dieses Leben ist ein idealer Stoff für mindestens 90 spannende Filmminuten.